Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute gehen wir auf Transreise von Warnemünde nach New York. Können Sie sich schon mal drauf freuen. Und danach kommen die Unique Freestyler. Viel Spaß! Unsere AIDA Diva ist auf Transreise gegangen. In Warnemünde ging es los und das Ziel ist New York. Und wenn man von Kontinent zu Kontinent reist, dann gilt dieses alte Indianersprichwort. Wenn du auf lange Reisen gehst und deinen Ort wechselst, warte, denn die Seele braucht Zeit, hinterherzureisen. Und genau deswegen soll man langsam und entspannt reisen. Mit einem Kreuzfahrtschiff. Wird das Fernweh immer größer? Liebe AIDA-Fans, heute ist es soweit. Ein ganz besonderer Tag, denn AIDA Diva macht sich auf den Weg von Warnemünde über den großen Atlantik nach New York. Wirst du die schönsten Orte sehen? Wir erwarten, dass wir ein ganz tolles Abenteuer erleben. Hoffentlich sehe ich Eisberge. Noch nie gesehen. Reykjavik darf man natürlich als Highlight auch nicht fehlen. Aber auch das Umland ist unglaublich faszinierend mit der ganzen Lavalandschaft, die sich dort bildet. Den Wasserfällen, wie zum Beispiel dem Godafoss-Wasserfall oder aber auch den Nationalparks, die wir hier haben, wie dem Tingvellir. Volle Fahrt Richtung Horizont ins Glück. Wir wollen mal sehen, diese Durchfahrt durch diesen Sund in Grönland. Christiansund und Island ist interessant. Schauen wir mal. Auch hier eine wunderschöne Passage. Man kommt sich so ein bisschen vor wie in den Fjorden Norwegens. Und hier werden wir dann Ausschau halten nach Eisbergen, die unseren Weg begleiten. Ganz tolle Bilder, ein ganz faszinierendes Naturerlebnis. Und Kanada hoffe ich, dass der Indian Summer langsam anfängt und das wollen wir uns ansehen. Und in St. John's gibt es eine super süße Tradition, wo man einen Dorsch küsst, einen Rum trinkt und dann als echter Neufundländer gilt. Ich durfte das auch mal machen vor 2 Jahren, als ich diese Reise schon angetreten habe und bin deswegen jetzt als echter Neufundländer auch vor Ihnen. Auf große Reise, Lobster in Bar Harbor, oder? Ja. Happy to have you come to Bar Harbor and please try one of our delicious lobsters. Nicht zu vergessen das Lobster-Eis. Denn hier auch bei dem Lobster-Eis, da gibt es einen kleinen süßen Eisladen mit einem großen Hummer vorne drauf. Denn der Hummer ist für Bar Harbor einfach bekannt. Und das Lobster-Eis gibt es direkt hier in dem Laden. Und es schmeckt natürlich wirklich nach Hummer. Ja, ganz besonders auf Kanada und dann New York am Ende. Ne? New York ist eine Weltstadt und das ist eben ein ganz besonderes Erlebnis. Und dann kommt das Einlaufen in New York, das große Finale unserer wunderschönen Reise. Und allein dieses Gefühl, in New York anzukommen nach so einer langen Reise, ist unglaublich schön. Und man steht nur auf dem Pooldeck und ist komplett fasziniert von dem, was man da eigentlich gerade sieht. Und dann liegen wir direkt in Manhattan an, wo wir dann auch nochmal New York entdecken können. Richtung Horizont. Die Unique Freestyler waren an Bord und unsere Kinder haben so richtig Spaß gehabt und ich sage Ihnen eins, nicht nur unsere Kinder. Beim Hula Hoop, genau wie bei den Fußballtricks, waren auch Erwachsene dabei. Gucken Sie mal. Hallo, wir sind die Unique Freestyler. Ich bin der Adrian. Und ich bin die Valerie. Ich bin Spezialist für Fußball-Freestyle. Und ich mache den Hula-Hoop-Workshop. Egal ob jung oder alt, ob Mädchen oder ältere Dame, wir bringen euch die Tricks bei unter professioneller Anleitung. Und es kann und wird jeder auf jeden Fall was lernen. Flick-Ups bedeutet im Englischen Ball hochnehmen. Ja? Wie kriegen wir den Ball auf eine coole Art und Weise hoch? Und beim Fußball-Freestyle lernt man vor allen Dingen die Körperbeherrschung, das Jonglieren, Teambuilding, aber auch sehr viel Spaß. Und die Tricks der großen Stars wie Cristiano Ronaldo oder Messi. Der Fuß ist gerade und ungefähr so eine Handbreite Platz davor. Ich bin jetzt seit 3 Jahren professionelle Artistin. Meine Ausbildung verlief an der Staatlichen Artistenschule in Berlin. Bei Hula Hoop geht es vor allem um Koordination und Körperbeherrschung. Ja.
Mir gefällt der Workshop sehr gut und es klappt auch. Ich lerne hier noch ganz viel Neues dazu. Ob ich es umsetzen kann, das weiß ich noch nicht. Man muss nicht einfach nur steif rumstehen und Tricks üben, sondern das macht ja auch Spaß. Und jeder hat das mal gemacht als Kind. Unser jüngster Teilnehmer war tatsächlich nicht mal ein Jahr alt. Und dazu kommt, dass wir dieses Mal auf der AIDA sogar einen 82-jährigen Mann dabei haben, der absolut Spaß daran hat und sich total entfaltet und es auch sehr gut hinbekommt. Wir kommen aufs Schiff und freuen uns, euch was beizubringen. So sieht's aus. Und wenn auch Sie nach diesem verregneten Sommer hier in Deutschland denken, Mensch, ich würde gerne mal so eine richtig schöne Reise in die Sonne machen, was gibt es Besseres als eine Kreuzfahrt? Gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de und lassen Sie sich beraten. Oder gucken Sie mal hier, die Verlockung der Woche. In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes nach Fuerteventura und Lanzarote. Als nächstes besuchen wir Cadiz und Lissabon. Jetzt geht es zur Blumeninsel Madeira. Noch ein Stopp in La Palma und Teneriffa. Und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Gran Canaria. Und zum Schluss wie immer die Bilder der Woche, hinterlegt mit wunderbarem Gesang von Martha vom Luna Ensemble. Und dann können Sie ja mal raten, welche Sprache Martha wohl singt. Das war Ungarisch. Schönen Sonntag.